Ich hasse den Materialismus, ich lieb die überirdische Sphäre, ich huldige dem Spiritismus und bin Professor dieser Lehre. Will einer eine Nachricht haben von einem, der schon längst begraben, kommt her zu mir, ich hol euch schon den Geist aus vierter Dimension. Der Richter spricht heut bei so Sitte zu dem Edlen unserer Nation. Herr Angeklagter, ich bitte, ach, nehmen Sie Platz hervon. Jedoch zu einem Proleten, wenn der mal ist angeklagt, da braucht ihr nicht höflich zu reden, drum hab ich Justitia befragt. Justitia erschien und die sagte zu mir, du siehst doch, ich bin eine Blinde. Wenn ich einmal irre, ich kann nicht dafür, ich hab vor den Augen die Binde. Bind sie mir mal ab und dann sollst du mal sehen, ich werde nicht mehr demütige Wesen. Hab ich so einen Herrn von erst als Menschen gesehen, dann red ich auch Deutsch mit dem Edlen. Ein Freund vom Gesang, Weib und Weine, sprach zu mir, o Meister, bedenk, man hat unseren Heinrich Heine vor kurzem aus Korfu verdrängt. Was würde Herr Heine wohl sagen, wenn er solches hätte erlebt? Da kam während diesem Fragen der Geist des Poeten geschwebt. Was bedeutet der Lärm, das Geschrei? Was braucht mich ein Denkmal zu zieren? Ich gab euch auch erst einst die Lorelei und das Lied von den zwei Grenadieren. Es reitet ein Kaiser wohl über mein Grab und grüßt mich nicht unter den Linden. Ihr habt meine Lieder, die ich euch eingab, meinen Ruf braucht kein Denkmal zu büßen. Es trat Herr Bethmann von Holbeck zu mir in das Zimmer hinein und sprach, viele möchte ich soll weg, sagt mir, was das Beste wird sein. Das wird Ihnen Bismarck bekunden, sprach ich zu ihm offen und kühn. Und schleunigst in wenigen Sekunden der Geist unseres Bismarck erschien. Und sprach, schafft ihr größere Stiefel erst an, willst du in die Fußtapfen treten, die ich hinterließ. Und dann hole heran ein Wahlrecht voll Gleichheit für jeden. Dann wird Deutschlands Macht auf das Höchste gestellt und auferstehen wird Barbarossa. Dann fürchtet Deutschland Gott und sonst nichts auf der Welt und geht nie nach Canossa.